Geheimtipp, wenn Sie mehr erfahren wollen über Medizin, dann einfach bei Wikisana reinschauen. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier in unserem Format Naturmedizin. Der Professor Dr. Med. Urs Gruber hat mir gesagt, ich soll den Gast, der heute da ist, unbedingt einladen, denn die Dame ist unfassbar versiert im Bereich Genetik, Epigenetik und hat sogar ein Labor aufgebaut. Und wenn er irgendwelche Messungen macht, dann schickt er das immer nach Österreich ins Labor, um diese Auswertungen zu machen. Ich finde das total faszinierend, was sie macht. Und ich bin mir ganz sicher, dass Sie zu Hause, aber auch die ganzen Ärzte und Therapeuten heute eine Sendung erleben werden, die uns als Weiterbildung dienen werden. Ich persönlich habe mich ein bisschen damit beschäftigt, indem ich über dieses Buch reingerutscht bin, über schmutzige Gene. Nur habe ich überhaupt nichts verstanden, als ich das Buch gelesen habe. Deshalb ist es für mich immer eine große Chance, eine Fachfrau einzuladen, um hier eine persönliche Weiterbildung zu genießen. Nach dem Intro legen wir gleich los. Ja, und da sind wir wieder. Jetzt darf ich Ihnen meinen Gast auch zeigen. Die Dr. Berit Hippe ist da. Ganz herzlich willkommen, liebe Hallo. Berit. Ja, jetzt geht's los. He? Also, wir haben Gene, wir haben Genetik, wir haben Snipes. Und jetzt kannst du mir das so in einer Runde mal erklären. Für was brauchen wir das? Was ist was gut? Ja. Genau, also danke für die Einladung. Und gerne. Genau, wir haben beim letzten Mal schon sehr intensiv über Epigenetik geredet und heute wird es ein bisschen mehr in die Richtung Genetik gehen. Wie hoch kann man denn überhaupt Risiken einschätzen, wenn man denkt, ich habe eine genetische Prädisposition, eine andere Variante in meinen Genen? Was bedeutet denn das wirklich für mein Leben dann am Schluss? Klingt das schlimmer, als es ist, oder ist es wirklich so schlimm, dass man sagen muss, dass die Gene schmutzig sind? Wie bedeutsam ist das, was ihr jetzt da entwickelt habt für die moderne Art der Medizin? Genau, also wir quasi, die Medizin ist quasi noch die Stufe nach uns, weil wir arbeiten eben präventiv in der Epigenetik. Wir schauen, dass die Leute überhaupt gar nicht erst krank werden, weil solange man noch gesund ist und das monitort, schaut regelmäßig, wie ist meine Genregulation, wie sind meine Entzündungswerte, noch bevor Krankheiten entstehen, muss man natürlich viel weniger machen, kann man viel durch Ernährung, durch Lebensstiländerungen machen, ohne dass eben eine Krankheit erst entstehen muss. Sozusagen ist es extrem relevant für die Medizin und natürlich auch irgendwie schlecht, weil wir quasi den Medizinern die Arbeit wegnehmen. Aber eigentlich ganz bedeutsam, wenn man das jetzt nochmals auf der Zunge zergehen lässt, was du jetzt gerade gesagt hast. Das ganze Krankheitswesen greift erst, wenn ich krank bin. Ja. Nichts, aber wirklich gar nichts versucht mich eigentlich gesund zu erhalten innerhalb unseres Gesundheitssystems. Und hier haben wir eine Chance, innerhalb von Eigeninitiative etwas zu tun, um der Gesundheitserhaltung die bestmögliche Voraussetzung zu schenken, oder? Genau. Nämlich die Dinge, die wir nicht kontrollieren können. Meine Ernährung weiß ich, jeder weiß so ein bisschen was, was gesund ist und was nicht gesund ist. Aber ihr könnt mir wirklich reinschauen, ob ich noch irgendwas vererbt hätte. Ja, das ist dann wieder die Genetik, genau. Mhm. Also das sind natürlich geht in die ähnliche Richtung. Also bei Genetik hat man vielleicht ein paar Gene, die vielleicht ein bisschen mehr Zuwendung brauchen oder auch eine größere Chance sind. Zum Beispiel im Sportbereich kann man auch sehen, bin ich eher für Kraftsport oder für Ausdauersport, habe ich ein höheres Verletzungsrisiko, habe ich Enzyme, die schlechter funktionieren. Und dann kann man die Ernährung, den Lebensstil anpassen an die Bedingungen im Körper und es dem Körper dadurch auch sehr einfach machen, dass er gut funktioniert. Und die Epigenetik schaut dann, mache ich das wirklich? Mache ich genau die Sachen, die für meinen Körper gut sind, setze ich die um in meinem Lebensstil? Und dadurch muss man ganz wenig machen. Also die allgemeinen Ernährungswissenschaften oder Ernährungsempfehlungen sind halt immer über alle Leute drüber. Und man muss unglaublich viele Sachen umsetzen und die Leute sind schon überdrüssig, weil mal funktioniert es nie. Und das liegt daran, dass jeder anders ist. Jeder ist individuell verschieden und wir schauen eben ganz genau auf diese persönlichen Unterschiede. Es gibt da einen berühmten Fall von der Angelina Jolie. Kannst du mir das nochmals erklären? Die hat doch auch irgendetwas analysiert. Mhm. Und was war das? Die hatte das genetische Risiko für Brustkrebs. Und genetische, also ein geerbtes. Genau, also sie hat wirklich in ihren Genen verschiedene Stellen, die anders sind als bei Leuten, die eher dazu neigen, gesund zu bleiben. Und bei ihr sind diese Stellen verändert und dadurch steigt ihr Risiko, dass sie Brustkrebs entwickelt. Und das ist
wirklich eine Variante, jetzt bei diesen BRCA-Genen heißen die, es gibt mittlerweile 32, glaube ich, Genstellen, die in den USA oder auch in der Schweiz, weiß ich nicht, aber auch in Österreich von der Krankenkasse sogar übernommen werden, dass man eben die genetisch testen kann, um rauszufinden, ob man ein vererbtes Risiko für Brustkrebs hat. Mhm. Genau, und sie hat eben sich dann die Brüste amputieren lassen, ohne dass sie wirklich Krebs hatte. Das ist aber natürlich, das hätte man doch alles anders auch machen können, oder? Ja, da will ich jetzt nie mich drüber heben und ihre Entscheidung irgendwie. Nein, aber es geht ja auch stellvertretend für andere Zuschauer, die vielleicht in der gleichen Situation sind und sagen, ja, vielleicht habe ich ja dieses Gen auch. Was wäre denn die Antwort aus Sicht der Epigenetik oder aus der Sicht von euren Laboren? Genau, es gibt natürlich viele Gene, wo das Risiko nie annähernd so hoch ist wie bei diesem Brustkrebsrisiko. Und da kann man ganz viel eben über die Ernährung machen. Jetzt beim Brustkrebsrisiko, keine Ahnung, ob das, ich aus meiner Sicht würde es wahrscheinlich nie machen, aber ich würde eben eher versuchen, auch sozusagen mich präventiv gegen Krebserkrankungen sozusagen zu ernähren. Ich weiß nicht, das ist natürlich extrem ethisch schwierig, darüber zu werten. Klar, natürlich. Für mich hat aber einfach Krebs immer eine Sache zu tun, dass übers Milieu kommt auf den und dem Erreger eigentlich letztendlich die Energie überhaupt gibt zu wachsen. Und da stelle ich mir das immer noch vor, das kann doch gar nicht sein, dass wenn ich wirklich alles richtig mache im Leben, dass sich ein Krebs ausweiten kann. Das geht trotzdem. Weil du kannst ja immer alles richtig machen, dann hast du halt mal einen Moment, wo das Immunsystem anders beansprucht ist, zum Beispiel über Virenkrankheit, also Virenerkrankungen sind auch oft Auslöser für Krebs. Zum Beispiel Epstein-Barr-Viren weiß man ganz genau, dass sie oft die Vorsteher von Krebs sind und die verändern so das Immunsystem, dass das die Krebszellen gar nicht erkennt. Die kommunizieren mit der gleichen Sprache, wie der Mensch selber in sich kommuniziert, eben über MikroRNAs, zum Beispiel über epigenetische Kommunikatoren im Körper und sagen zum Krebs, du, hier ist gar keine Baustelle, hier gibt's gar nichts zu tun. Und dann hat man schon Schwierigkeiten. Muss vielleicht noch was anderes dazu kommen, dass man, keine Ahnung, eine schwierige Familiensituation vielleicht, das kann man halt doch nie beeinflussen. Und so kommt das eine zum anderen, das Immunsystem ist anders besetzt und übersieht das halt. Das kann immer. Das Risiko ist natürlich genetisch verschieden. Es gibt Krebssorten, die eben vererbt werden über Mutationen in verschiedenen Genen, die auch für die Reparaturmechanismen zum Beispiel stehen. Wir wissen auch, dass bei Raucherinnen die Reparaturmechanismen unterschiedlich aktiviert werden. Sonst müssten eigentlich theoretisch ja alle, die rauchen, Krebs kriegen. Aber kriegen sie ja auch nie. Kriegt ja auch nur eine gewisse Anzahl an Menschen. Genau. Und manche Menschen müssen halt auch so viel dafür tun, dass sie gesund sind, weil sie eine ganz schlechte Ausgangssituation haben. Dass es auch viel schwieriger für die ist. Aber an der Ausgangssituation können wir auch etwas ändern. An der Ausgangssituation kann man nichts ändern. Wir können nur sozusagen unseren Lebensstil anpassen, dass die Ausgangssituation optimal abgepuffert oder gestärkt wird. Okay. Also die Genetik ist die Ausgangssituation und die Epigenetik ist das, was wir daraus machen, oder? Genau. Und da geht es aber natürlich auch noch weiter. Das ist halt sehr komplex, weil die Art, wie wir geboren werden, wie wir aufwachsen in unserer Mutter, was unsere Großeltern erlebt haben, spielt ja alles schon eine Rolle. Mhm. Insofern ist die Epigenetik auch eine Ausgangssituation. Und dann geht es noch weiter. Die Mikrobiota-Besiedlung im Darm, die wiederum epigenetische Stoffe produziert, die auch wieder einen Beitrag zu unserer Gesundheit leisten. Wenn wir jetzt, irgendwo geboren sind, wo wir dann gar nicht aufwachsen, haben wir ganz andere Rahmenbedingungen. Wir haben andere Bakterien bei unserer Geburt bekommen, als wir dann vielleicht brauchen, weil wir woanders leben. Und das ist man sich, glaube ich, auch noch nicht bewusst. Ja, gerade dieses typische Beispiel, ja? Da kommst du vom Regen in die Traufe. Ganz ein interessantes Beispiel. Da habe ich ein super Beispiel dazu. Eine Studentin von mir, die ist war in Kasachstan geboren, ist dann in Österreich aufgewachsen und sie hatte immer Probleme mit der Ernährung. Und irgendwann ist sie mal nach Indien in Urlaub gefahren und hat das erste Mal keine Probleme mit der Ernährung. Man sagt halt immer so lapidar die Hygiene, aber es ist nicht die Hygiene in dem Sinn, sondern es ist einfach eine ganz andere Bakterienzusammensetzung, die unser Immunsystem nie gewöhnt ist. Und sie ist eben dann in einem bakteriellen Umfeld gewesen, was besser an ihr Immunsystem angepasst war. Ganz spannend. Ja, wusste ich auch nicht. Ja. Du hast uns noch ein paar Folien mitgebracht. Ja. Darf ich dich bitten, da mal loszulegen?
Na, also mal allgemein, dass man sich das überhaupt vorstellen kann, was denn in unserem Körper passiert. Das, die ganze Genom besteht eben aus 3 Milliarden Basen. Das bedeutet, es steht 3 Milliarden mal ineinander A, G, C, T, G, C, T, A, A, A und so weiter. Und das ist so lang wie 2 Meter und ist in jeder einzelnen Zelle von uns enthalten. Und nur einzelne Stellen, die sind verändert. Also wirklich nur immer ein einziges Basenpaar. Da steht halt zum Beispiel statt einem T in A. Das nennt man SNP, Single Nucleotid Polymorphismus. Oh. Also sozusagen an einer einzigen Stelle ist ein Nukleotid anders. Und das ist noch von Bedeutung, weil das ist ja so eine kleine Wahrscheinlichkeit, oder? Das ist ja nicht mal ein Tropfen. Und das ist das, was so von Bedeutung ist. Och. Weil eben dein und mein Genom ist zu 99,9% gleich und wir unterscheiden uns nur eben in diesen einzelnen SNPs. Das ist das, was uns so verschieden macht. Und wir unterscheiden uns natürlich auch im Sexualchromosom. Ja. Aber sonst alles gleich. Und die Abschnitte auf diesem langen Strang, die eine Funktion haben, die nennt man Gene. Mhm. Und genau, und in diesen Genen, also es gibt überall in dem ganzen Genom gibt es diese SNPs, aber die in den Genen sind natürlich die wichtigen, die wir verwenden, um vorauszusagen, wie gut du zum Beispiel Fette verstoffwechseln kannst oder wie leicht du dich tust, Medikamente auch zu verarbeiten. Und da gab es ein Projekt, wo sie 13 Jahre lang das menschliche Genom entschlüsselt haben, eben ganz genau diese Abfolge sequenziert haben. Und damals war das noch so aufwendig und so teuer, dass eben Wissenschaftler rings um die ganze Welt das sequenziert haben. Das hat 13 Jahre gedauert. Sie waren sogar schneller, als sie es vorhatten. Und heutzutage kann man in wenigen Stunden das menschliche Genom komplett durchsequenzieren. Also wenn dich das jetzt interessieren würde, du könntest innerhalb kürzester Zeit das herausfinden. Mhm. Aber damals war das ein Riesendurchbruch. Man hat gedacht, jetzt kann man alles erklären. Man kann genau wissen, was muss jeder essen, wo kommen die Krankheiten her? Und das war so ein riesen Hoffnungsschimmer, aber das wurde relativ schnell eigentlich unterdrückt oder wieder ernüchtert, weil man gesehen hat, die Umwelt und der Lebensstil haben halt eigentlich eine viel, viel größere Bedeutung. Und wenn die Genetik eine große Bedeutung hat, dann ist es oft die Kombination aus vielen ungünstigen Situationen. Mhm. Und es gibt ganz wenig Gene und ganz wenige Funktionen, die wirklich nur an einem einzigen Veränderung sozusagen festzumachen sind. Wie würdest du es heute einschätzen, die Gene gegenüber die Umwelteinflüsse und Ernährungseinflüsse im Verhältnis? Also bei der Ernährung weiß man, dass es ungefähr 30% sind, mhm, die genetisch verursacht sind und der Rest ist über die Umwelt und den Lebensstil. Hm. Und die reine Genetik? Wie, auf was jetzt? Für ja, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwas geerbt habe aus der Genetik und jetzt habe ich ja meine eigenen Lebensumstände, meine eigene Ernährung, meine psychische Einstellung und, dann heißt ja das sind ja dann meine epigenetischen Einflüsse auf die Genetik, oder? Muss denn die Genetik dann immer, habe ich noch eine Verwirrung da im Kopf, hä? Ja, die Frage ist, meine Frage ist quasi, auf welche, also für welche Umsetzung. Also bei der Ernährung habe ich gemeint, sozusagen für 30% der Gene sind dafür verantwortlich, ob wir zum Beispiel übergewichtig sind oder ob wir zu Bauchfett neigen oder sowas. Und der Rest, wenn das so ist, ist eben unser Lebensstil. Mhm. Ich komme immer noch auf eine Folie, da gibt es ein ganz berühmtes Gen, das heißt FTO. Gut. Kann ich hinspringen. Ich habe das ganze Buch nicht verstanden. Genau, also das würde ich noch ganz kurz erklären. Es ist halt immer so, wir haben zwei Allele, wir haben ja jedes Chromosom, also jede Hälfte, also wir haben ja jedes Gen doppelt und eine Variante hast du von deiner Mutter geerbt, eine von deinem Vater. Also das kann jetzt sein, wenn du eine, man sagt Mutation, aber es ist nichts Schlechtes damit gemeint, sagen wir lieber Variante. Du hast eben entweder die ursprüngliche Variante vom Gen oder die neue Variante oder du hast eben eine Mischung aus beiden, weil dir deine Eltern unterschiedliche Varianten vererbt haben. Mhm. Und je nach Funktion hat das eine verschiedene Bedeutung. Bei manchen ist trotzdem, wenn du eine Mischung hast, eher die alte Funktion erhalten oder trotzdem die neue. Und das ist ganz verschieden von Gen zu Gen, wie das funktioniert. Und das sind halt lauter Sachen, die natürlich sehr schwierig gewesen sind, erstmal festzustellen, eben nur übers reine Sequenzieren. Mhm. Ich bringe mal zum FTO-Gen.
Genau, also das, 40% sind der individuellen Antwort auf Nährstoffe, sind eben genetisch bedingt und der Rest über die Lebensstilsituation. Und da sagt man das Odds Ratio, das ist unter 1,2 pro Gen. Das erkläre ich dann noch, was das genau bedeutet und wie man das verstehen kann, überhaupt das Risiko, weil oft klingt das so schlimm, das Risiko ist fünfmal so hoch, aber ein Risiko, was wenig ist, dann fünfmal so viel ist immer noch wenig. Ja, logisch. Genau. Ja, genau. Da hast du mir ein schönes Beispiel gemacht. Genau. Ja. Und gerade das FTO-Gen, das ging lange durch die Medien, dass die Leute, die dieses Gen eben haben, da sieht man es auch in der Mitte, des FTO und MC4R, das sind zwei Gene, die sind zentral bei allem, wenn es um Genetik und Übergewicht geht. Und verschiedene andere Gene haben eben dann noch einen Einfluss auch aufs Geburtsgewicht, auf den aufs Bauchfett, auf die Hüfte, zu, also je nachdem, wo das Fett angelagert ist und so weiter. Oder zu extremem Übergewicht. Mhm. Und dann hat man aber vor kurzem erst festgestellt, dass gerade bei diesem FTO-Gen das Risiko, wenn man schon als Kind Sport betreibt, eigentlich null wird. Auch wenn man die ganz ungünstige Variante hat, kann man eben durch den Lebensstil diese Variante ausschalten. Und bei Leuten, die eben keinen Sport machen, kann es ungefähr bis zu 3 Kilo Unterschied im Körpergewicht machen, wenn die alles gleich machen. Also das heißt ja, wir sind unseren Genen nie ausgeliefert, oder? Wir sind den Genen nie ausgeliefert. Wir können. Aber dieser Satz ist ein Schutzsatz, den hört man immer wieder draußen. Ach, ich bin übergewichtig, ich habe das geerbt von in den Genen, oder? Es ist so, dadurch, dass es natürlich sehr viele Gene gibt, also wir verwenden ungefähr so 100 oder allgemein werden ungefähr 130 Gene verwendet für die Prognose für Übergewicht, erhöhter BMI. Und das macht natürlich schon viel aus, aber man ist trotzdem nie ausgeliefert. Man muss halt immer mehr machen als andere, die das vielleicht nie geerbt haben. Das ist trotzdem so. Aber der man kann mit dem Lebensstil natürlich trotzdem beeinflussen, dass man eben trotzdem gesund ist. Außerdem heißt der Übergewicht nicht automatisch, dass man krank ist. Man kann ja auch sozusagen viele Fettzellen haben, die aber trotzdem eben gesund sind und wenig Entzündungsfaktoren ausschütten und so weiter. Ja. Gut, danke. Noch eine Frage am Rande. Wie lange hast du das studiert? Das, ich meine, das ist ja furchtbar kompliziert alles, oder? Also ganz viel studiert habe ich gestern im Zug. Als ich dann das mir nochmal genau angeschaut habe, wie das unterschiedlich diskutiert wird, auch die einzelnen Gene, die in dem Buch vorkommen, weil das ist jetzt nicht mein Wissensschwerpunkt. Aber also dann gibt es was natürlich oft bei Ernährung, auch da gibt es ja ganz viele, Ideologien bei der Ernährung, das kommt ja alles noch dazu, politische Situationen, was, wer, warum sich wie ernährt, also das kommt ja zu genetischen Aspekten immer noch dazu. Ich habe, Ernährungswissenschaften habe ich studiert. also es erklärt eben nur 3 Kilogramm. Und wenn man das aber dann schon kombiniert eben mit diesem zweiten Gen, dann wären es halt schon 7 Kilogramm und so geht das eben weiter. Aber man kann es eben über den Lebensstil ausschalten. So, aber wie sind Sie drauf gekommen, welches Gen jetzt eigentlich was bewirkt im Körper und welche SNP-Variante das verändert? Das nennt man genomweite Assoziationsstudien quasi. Und da hat man einfach die Chromosomen und die gesamte Genom von ganz vielen Menschen verglichen und dann geschaut, welche Merkmale sind zum Beispiel für Übergewicht. Und dann hat man geschaut, wo unterscheiden sich die Leute mit und ohne Übergewicht. Aber das ist natürlich auch nicht so einfach, weil ja ganz viele andere Faktoren mit reinspielen. Dann muss man dann eben dieses alles mit ausrechnen. Und so ist man eben über ganz viele Vergleichsstudien mit Millionen von Menschen und Millionen von Genen, die einzeln verglichen wurden, dann darauf gekommen, sozusagen welche Gene und welche Variation, welche Aussagekraft und welche Umsetzung dann im Körpergewicht zum Beispiel hat. Bei Krankheiten funktioniert es genauso. Und da ist es so, dass alle eigentlich keine Rolle spielen und dann findet man vielleicht 1, 2 Stellen, die sich unterscheiden von den anderen. Also jeder Punkt ist eine Person und dessen Genom oder den SNPs, da unten sind die Chromosomen aufgezeichnet und dann spezialisiert man sich, was ist das, was da außen vor ist und mit welchem Merkmal ist das verbunden. Und so kann man eben nach und nach drauf kommen. Aber
trotzdem ist das Risiko halt deshalb nie hoch, nur weil ein was erhöht ist oder fünf was oder was auch immer. Und es ist eben wichtig, dass man sich das immer überlegt. Bei Risiken gibt es eben das relative Risiko. Das macht man prospektiv, wenn man sozusagen erst die Studie anfängt und schaut sozusagen in die Zukunft. Ich habe die Leute und schaue halt, was verändert sich bei denen. Zum Beispiel eben das relative Risiko ist, das habe ich schon gesagt, das Risiko der Raucher ist zum Beispiel das 90 von 10.000. Genau, dass sie erkranken. Und so das 40 von 20.000. Genau, das bedeutet sozusagen, dass Raucher eben ein 4,5-faches Risiko haben. Mehr bitte. Mehr als ein Nichtraucher an Lungenkrebs zu erkranken. Aber das ist jetzt wirklich irgendwo lächerlich, worüber man da immer einen riesen Hype macht, oder? Und den Rauchern so ins Gewissen reden, sag ja, bringt euch um, ihr kriegt Krebs. Naja, es ist jetzt nur Lungenkrebs. Du hast ja natürlich viele andere Nachteile noch. Das ist jetzt das Risiko für Lungenkrebs. Dann hast du natürlich das Risiko für Gefäßverkalkung, das Risiko gut. Und so weiter. Also es gibt natürlich noch mehr Risiken für unterschiedliche Sachen, aber jetzt mal nur, um eben das auch für Krankheiten sich vorzustellen. Wenn man ein 4,5-faches Risiko hat, vielleicht an Diabetes zu erkranken, weil die Gene, man kriegt vielleicht von der Ärztin so einen Auswertung und dann steht, oh, sie haben ein erhöhtes Risiko, an Diabetes zu erkranken. Dann kriegt man ja Panik, wenn man das liest. Aber ganz so ist es halt nie, sondern es ist halt nur ein erhöhtes Risiko und man kann eben durch die Lebensstiländerung viel mehr dann eingreifen in diese Richtung, dass man sich eben bewusster noch ernährt, eben mit komplexen Nährstoffen und so weiter, dass man präventiv Diabetes vermeidet. Rückwirkend bei diesen Genomstudien, da ist es so, dass man rückwirkend schaut, die Leute sind schon erkrankt und man schaut, was haben die anders gemacht, die erkrankt sind, wie hoch war deren sozusagen, wie viele davon waren zum Beispiel Nichtraucher und wie viele waren Raucherinnen von eben denen, die schon krank sind. Das ist dann das Odds Ratio, dass man rückwärts schaut. Und da ist dann eben die Chance, unter Lungenkrebspatienten einen Raucher anzutreffen, ist 4,5 mal so hoch wie bei Gesunden. So ist das sozusagen eine statistische Umkehrung. Aber wenn man das irgendwo liest, Odds Ratio, dann wäre das eben 4,5 in dem Fall. Und aber bei Genen und bei Genstudien ist das maximal oft nur 1,2 oder sowas. Und das ist schon ein hohes Odds Ratio. Das habe ich da aufgelistet. Eben, da sind verschiedene Odds Ratios, 1,02, 0,95. Und da sieht man mal wieder, der Lebensstil eben wie Rauchen hat so ein höheres Risiko als eine genetische, monogenetische Situation. Und wenn man natürlich eine schlechte genetische Ausgangssituation mit einem schlechten Lebensstil kombiniert, dann hat man natürlich ein riesengroßes Risiko. Ja. Wenn man aber eine gute Ausgangssituation hat und einen super Lebensstil, dann ist natürlich das Risiko extrem niedrig. Verstanden. Was für Leute machen eigentlich bei euch solche Auswertungen? Jetzt Leute, die präventiv schauen oder Leute, die im Bereich der Krankheit sind und hier die bestmöglichen Voraussetzungen sich schaffen wollen? Es sind vor allen Dingen, wir arbeiten am liebsten mit Multiplikatoren zusammen, die wirklich gezielt ihre Patienten zu uns schicken. Die schauen darauf, dass sie eben präventiv arbeiten, dass alle ihre Patienten, Kunden, was auch immer, woher die Multiplikatoren kommen, eben so leben, dass es ihrem eigenen Körper am leichtesten fällt und daraufhin die auch die Intervention, die der Therapeut, die Therapeutin machen, am besten ankommt. Einer von unseren Ärzten, der vergleicht das immer mit einem Aquarium, das ist dreckig. Der Fisch findet eigentlich die Medikamente, das Futter und alles schon nicht mehr. Und er schickt dann seine Patienten zu uns. Wir machen das Aquarium sauber oder sagen eben sozusagen, wie man das Aquarium leicht sauber machen kann. Und dann fängt er erst an zu behandeln, dass der Fisch halt im sauberen Wasser ist und dann überhaupt drauf anspringt, auf was auch immer den Brauch. Muss der Therapeut das verstehen, diese ganzen Auswertungen? Weil ich habe auch eine gemacht, das waren 70 A4 Seiten, also da ist unfassbar vieles noch zum Durchlesen, sehr faszinierend. Muss er das verstehen? Also wir haben es relativ einfach gestaltet im Ampelsystem, dadurch versteht man es natürlich schon sehr schnell, die wichtigsten Aussagesachen.
Und man, es steht auch immer drunter dabei, was soll man eben gezielt machen. Wir stellen gerade noch alle Auswertungen um, dass wir am Schluss eine Zusammenfassung machen in einer Tabelle, wo wir nur ankreuzen, was wirklich der Fokus sein soll bei der Intervention dann. Und wenn man es versteht, ist natürlich von Vorteil, weil man dann viele Ergebnisse auch kombinieren kann miteinander. Mhm. Und das ist natürlich dann das A und O. Macht ihr irgendwelche Ausbildungen für Therapeuten? Mhm. Ja, also wir machen, alle unsere Therapeutinnen werden sowieso am Anfang ausgebildet von uns, auch mit ihren eigenen Analysen, mit den ersten Patienten, die zu Ihnen kommen, gehen wir ganz detailliert das nochmal durch. Dann kann man mir auch eine Mail schreiben, dann schaue ich kurz drüber und gebe Empfehlungen. Und wir machen aber auch Seminare und auch zurzeit auch natürlich Zoom-Konferenzen, wo wir die Leute schulen und ausbilden. Ich meine, das ist ja speziell die Ganzheitsmedizin. Da sind ja dann eigentlich für euch eigentlich das interessanteste Publikum, denn die sind der verlängerte Arm, wirklich Gesundheitserhaltung ja. nach außen zu tragen. Echt großartig. Du, ich sage, ich habe immer noch nicht alles verstanden. Aber wir machen ja noch ein paar Sendungen, gell? Ja, was halt. Das Wichtigste ist, jeder ist unterschiedlich und man muss halt ein bisschen rausfinden, wo sind die Unterschiede in den einzelnen Personen, dass man dann gezielt darauf die Intervention machen muss. Ohne dass jeder alles jedes Mal umstellen muss, dann ist die Compliance niedrig. Die Leute verlieren ihre Energie daran, weil sie zu viele Sachen ändern müssen in ihrem Leben und stellen dann am Schluss gar nichts um. Und das ist das A und O. Und die Intervention heißt jetzt nicht, das ist dann irgendwelche Medikamente, sondern es sind dann irgendwelche spezielle Nahrungsmittel. Genau. Nahrungsmittel, aber wir schauen eben auch, sind das Menschen, die eher auf Bewegung oder Lebensstil anspringen oder eher auf Ernährung? Das ist auch verschieden. Mhm. Und dann geben wir eben gezielte Tipps für Ernährung oder eben auch für den Lebensstil. Manche Leute, auch genetisch gesehen, die haben vielleicht die müssen vielleicht mit Stressreduktion viel arbeiten und können dann erst anfangen, dass sie umstellen. Aber auch Stressreduktion über Ernährung ist super. Also man kann mit gezielten Nährstoffen das empfundene Gefühl von Stress ganz stark reduzieren. Ohne welche Nahrungsmittel wären das gerade? Weißt du es auswendig? Jetzt zum Beispiel, ich bin große Verfechterin von Buchweizen. Und, das entstresst? Das entstresst extrem. Buchweizen, Datteln, ja, überhaupt pflanzlich basierte Nahrung ist überhaupt sehr entstressend, weil die ganzen sekundären Pflanzeninhaltsstoffe eben auch wieder die Gene so regulieren auf wenig Stress. Quercetin in Zwiebeln ist auch entstressend. Gut, weil ich habe die Liste noch nicht ganz durchgelesen. Bei mir steht nur akuter Stress. Ui. Aus deinen Werten. Und da muss ich, jetzt hast du Buchweizen gebracht, über Keime der Buchweizen, da machen wir eine eigene Sendung vielleicht auch. Mhm. Du hast hier ganz vieles herausgefunden und das ist auch so etwas, was wirklich jeder Zuschauer zu Hause ganz leicht machen könnte. Ja. Ich freue mich auf die nächsten Sendungen. Ich sage ja, es ist eine Weiterbildungsserie. Ja. Ich bedanke mich ganz herzlich für diesen ersten Teil. Danke dir. Dr. Berit Hippe war das für Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und jetzt habe ich aber noch eine Frage für die Zuschauer, die jetzt nicht schon warten wollen auf die nächste Sendung. Mhm. Wenn Sie sich jetzt schon schlau lesen möchten über eure Plattform, wie das Vorgehen ist, wie kriege ich einen ersten Test und, wo kann man sich da hinwenden? Auf unserer Webseite www.healthbiocare.com. Da haben wir ganz viele praxisrelevante Empfehlungen. Wir haben Probeauswertungen, wir haben einen Blog mit aktuellen News und auf Instagram poste ich regelmäßig Tipps auch zur Stressreduktion. Auch ich habe auch ein Video, wie man Buchweizen keimen lassen kann und verschiedene andere Sachen. Der Urs Gruber, Professor Urs Gruber hat mir mal gesagt, ihr seid eins der wenigen Labore in Europa, die das anbieten. He? Ja, vor allen Dingen in dieser Komplexität. Die meisten konzentrieren sich aufs biologische Alter und wir haben halt viele verschiedene studienbasierte andere Schwerpunkte, eben wie Sport, wie Antistress, Ernährung. Danke nochmals herzlich. Berit Hippe für Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, und ich hoffe, ich habe Sie nicht total verwirrt, sondern ein paar Informationen geben dürfen, mit denen wir was anfangen können. Insbesondere, dass diese neue Ausrichtung der Medizin massiv auf Gesundheitserhaltung abzielt und nicht wartet, bis das Kind in den Brunnen fällt. Und das passt natürlich perfekt zu QS24. Alles Gute, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.